Grüß dich, liebe Leute. Ich bin der Flö aus Nurach. Und ich bin der Flo aus Wadring. Und wir begrüßen euch alle zur neuen Folge von Auf ein Ratscher im Pilasital. Freut uns, dass ihr wieder eingeschalten habt. Heute melden wir uns aus der größten Gemeinde im Pilasital, aus der Marktgemeinde Firberbrunn. Und zwar hocken wir heute hier im Vereinslokal vom Heimatverein Pilasee. Und das hat einfach mit unserer heutigen, mit unserem heutigen Interviewgast etwas zu tun. Und zwar ist es der Wolfgang Schweiger. Er ist Vizebürgermeister der Marktgemeinde Firberbrunn, ist Obmann vom Filmclub, Obmann vom Heimatverein Pilasee. Genau. Grüß dich, Wolfgang. Grüß euch. Dankeschön, dass ihr zu uns gekommen seid. Es freut mich sehr und ich bin schon ganz gespannt, was jetzt von mir hören wird. Ja, du, Wolfgang, wir haben uns natürlich ein bisschen vorbereitet auf die heutige Folge, auf unseren heutigen Ratscher und haben ein bisschen recherchiert. Und da sind wir ganz interessanterweise auf einen Artikel über die in der Zeitschrift Bühne frei vom Tourismusverband gestoßen, aus dem Jahr 2019. Und da wärst du beschrieben als hyperaktiver Hybrider zwischen Kunst und Politik. Jetzt sind gleich mal die erste Frage, was hältst du von der Aussage? Darfst du die selber auch so beschreiben? Ja, das ist natürlich ein bisschen schwierig, sicherlich, wenn ich dann tue, was mir alles so passiert ist in den letzten Jahren oder vielleicht Jahrzehnten, kommt natürlich schon ein bisschen was zusammen, das ist schon klar, aber... Hyperaktiver Hybrider ist schon eine brutale Aussage. Ja, das ist natürlich Journalistendeutsch. Ja, ich habe den Satz gar nicht so in Erinnerung, ich weiß auch gar nicht genau, wie ich jemals... No, ich glaube, ich habe ihn schon gelesen, den Artikel. Ja. Und wie auch immer, vergleicht man meine Arbeit oder meine Auffälligkeiten mit der von anderen, dann fällt es halt auf, dass ich doch jetzt einiges schon, dass mir schon einiges passiert ist, sage ich mal so. Ja, ja, du bist im Gemeinderat in Firberbrunn und bist da im Kulturausschuss tätig. Und hast somit die Gemeinde Firberbrunn in den letzten Jahren kulturell vor allem sehr, sehr prägend mitgestaltet. Hast Sachen initiiert wie ein Fotozirkus, wie das Kunstfieber. Aber jetzt ganz allgemein auf Firberbrunn sprechen können, deine Heimatgemeinde. Was findest du, macht Firberbrunn aus? Für was steht für die Firberbrunn? Naja, Firberbrunn hat natürlich eine ganz, ganz spannende, interessante Geschichte, wie eigentlich das ganze Pilaseegebiet eine interessante viel zum Erzählen hat und Firberbrunn ist zwar mit den 4.500 Einwohnern die größte Gemeinde, hat aber eigentlich die meisten Bewegungen auch nach in den letzten, sage ich mal, 150 Jahren wirklich erleben können, weil eben durch das Thema Bergbau und ganz besonders dann durch den Anschluss an die Eisenbahn hat sich Firberbrunn einfach entwickelt. Die Eisenbahn hat bedeutet, dass der Bergbau kein Thema mehr ist, weil man viel, viel billigeres Eisen durch die Eisenbahn hergebracht hat oder transportieren hat können, aber umverdraht hat es ja damals die ersten Touristen gebracht, richtig intensiv. Und dann ist Firberbrunn einfach stetig gewachsen. Und das ist natürlich auch spannend, weil halt dann auch viele, viele Geschichten auftaucht sind, viele erzählenswerte Geschichten und genauso viele Schicksale, wie halt auch jede Gemeinde oft mitgemacht hat und gleichzeitig aber... sind immer ganz interessante Leute am Ruder gewesen und die haben auch Firberbrunn zu dem gemacht, was es eigentlich jetzt ist. Das heißt, Firberbrunn hat sich da eigentlich, wenn ich es jetzt so sagen darf, eigentlich um 180 Grad dreht, geht zuerst so von der Bergbaugemeinde, wo es um einen Bergbau gegangen ist, dann jetzt eigentlich in den letzten Jahren so zur Tourismushochburg, oder? Ja, zur Hochburg oder zur, sage ich mal, für Investoren interessante Gemeinde sind wir eigentlich erst in den letzten 5 Jahren geworden, bis dorthin, wo es eigentlich für alle eigentlich ein Kampf, wobei mir touristisch, habt ihr es hier gesehen, das Plakat, wir waren da so um 1890 herum,
tourismustechnisch schon eine Top-Gemeinde. Das war einfach so, das sind auch sehr, sehr interessante Leute, weil man darf nicht vergessen, 1870 haben wir die Bus gekriegt, 1875 ist die Eisenbahn gekommen, 1888 ist der Tourismusverband gegründet worden, der hat damals einen Ortsverschönerungsverein geheißen und dann eine Zeit lang Fremdenverkehrsverband und jetzt eigentlich Tourismusverband. Und in der Zeit ist auch der Alpenverein bei uns gegründet worden, einer von den ganz alten Alpenvereins. Gründungen, die da relativ schnell das Loderhaus gebaut haben, aus Eigeninitiative, gehört immer noch unseren Alpenverein, verglichen mit vielen anderen Hitten, die anderen Händen sind. Was ein deutscher Alpenverein gehört. So ist es, ja. Und da waren einfach ganz aktive Leute am Werk und die haben sich wirklich bemüht. Man darf nicht vergessen, der Alpenverein hat ja damals die 300 Mitglieder gehabt und vielleicht ein 30 waren für überwunden. Die anderen sind aus der ganzen Monarchie gekommen. Die sind von Prag, von Budapest, ganz viel von Wern. Da sind die Mitglieder. Also die sind konkret zum Alpenverein nach Fieberbrunn gekommen, zum oder? Alpenverein nach Fieberbrunn. Und der Ausschlag war eigentlich eben das Thema Wilze Loder. Ja. Und Wilze Loder, der ist von einem der Burgscheller hat er geheißen, ein berühmter Alpinist, der so um 1850, 1860 herum viele Veröffentlichungen gemacht hat und hat damals schon einen Wilze Loder beschrieben. Die Leute, also die, was da interessiert waren, haben den Berg kennt. Er hat einfach für den auch eine magische Anziehungskraft gehabt und dann ist er. Aber er war nicht erreichbar, oder? Wir kommen her und plötzlich ist nachher die Salzburg-Tirolbahn oder im Volksmund heißt sie Giselabahn gegründet worden. Das ist ja auch ein Romanwerk, warum die Bahn ausgerechnet da durchgegangen ist, dann im Endeffekt. Nicht doch nur auf dem Vordring? Nein, das war nie ein Thema. Es gibt ja da die Geschichte mit dem Bahnhof da in Weißbach bei Lofer. Aber das ist eher eine Spinnerei von denen gewesen, weil das Problem war da, dass sie die Bahn nie so also nachher dann die bayerische Grenze bauen wollten. Die bayerische-österreichische Konflikte gibt es ja schon ewig lang. Jetzt nicht mehr eigentlich, aber vorher so. Aber es hat drei Varianten gegeben. Die eine war über den Gerlospass gegangen, aus Zillow da rein. Das war die teuerste gewesen, die haben es dann gleich mal ad acta gelegt und die zweite war gegangen über den Basturen und auch Kitzbüchel und Brixental. Und da haben sie eben auf der Mittersiller Seite so eine große Schleifen braucht, dass kein Ort erreichen und die Bahn muss ja ein Geschäft machen. Natürlich, gell? Sicher, die muss dann und im dann, Endeffekt geht es ums Geschäft auf. Und dann war es eben da Elmar ausgegangen, normal, und da sind die Kitzbühler dann bis zum Kaiser gereist, dass ja die Bahn zu Ehren aufgeht, weil draußen gibt es eh nichts, gibt es auch kein Geschäft zu machen. Und sie haben wir doch Bergbau und Tourismus und Viehzucht und so weiter. Und deswegen haben sie auch in Kitzbühel diese Schleifen, wo sie sich warum. Das ist damals passiert und bei uns war das große Problem, die Steigung auf Hochfützen. Das lernt man schon bei uns in der Hauptschule in Fieberbrunn zumindest. Ja, da haben jetzt noch die Lokführer Respekt für der Strecke drauf, nach wie vor auch die modernsten Maschinen. Und die Moosbachbrücken, das war damals die größte Brücken, was für die Bahn braucht haben. Und wenn es von den Rentner sagen, ich habe ja von der 1930 gebauten dritten Brücken haben wir gewaltige Zeichnungen und Studien. Das ist schon ein Bauwerk, was damals Aufsehen erregt hat. Ja. Gut. Und bei der Bahn.
Nein. Das sind wir schon tief in der Geschichte drin, gell? Das sind wir schon in der Geschichte innen von Fürwebrunn, genau. Wir haben eben schon gesagt, du bist, meine ich, seit 2010 Obmann vom Heimatverein, 2010 meine ich, gell? Und wir haben uns jetzt eben, du hast uns schon ein bisschen durch ein Vereinslokal da gezeigt. Sehr beeindruckend. Total lässige Beutel, Fotografien, sogar eine Statue habt ihr da. Aber Archive über Archive, Jahrzehnte. Genau, aber vielleicht... Für die, die es nicht wissen, was ist jetzt der Heimatverein Billersee genau? Wir haben es auch nicht gewusst, ehrlicherweise, genau, wo es jetzt genau dort. Was tat es genau? Oder um was geht es bei euch im Verein? Ja, ich war ja nicht ganz unschuldig, dass der Verein gegründet worden ist. Ja. Und der Rettenborn, der Erich, war damals so kulant und hat einen Gründungsobmann gemacht. Und ich bin ja seit der Gründung auch im Ausschuss drinnen. Der Heimatverein will auch die Geschichte der Region bewahren. Er hat sich aus den vier Gemeinden, mehr oder weniger, das war immer klar, dass da die ehemalige Hofmark Billersee da zusammengefasst wird. Und wir geben eine eigene Zeitung heraus, die für unsere Mitglieder, die wir haben gedacht, jetzt 280 Mitglieder. Wahnsinn, ja. Die heißt Kampberg-Schrift und Kampberg ist ja mehr oder weniger der alte Name für die Burchenstaubwand. Okay. Und die haben wir eben so benannt und wir sind jetzt kein Museumsverein, das heißt, wir sammeln jetzt nicht Gegenstände, nur wenn es ganz kleine sind oder was, dann hört man es auf, aber speziell die Dokumente und die Fotos, die Fotografien, was geht. Und da haben wir jetzt inzwischen wenn jetzt an das Fotoarchiv der Marchgemeinde Fürwebrunn hernimmt, dann haben wir eigentlich eine für die Größe unserer Gemeinde eine von den größten Fotosammlungen und wir haben Glück gehabt, dass wir immer Fotografen da gehabt haben. Mhm. Das ist einmal der Dr. Breitinger gewesen, das war der Siobhals Kassian und nach dem Zweiten Weltkrieg ganz besonders der Max Borsche, der schon im Krieg, der kam ja aus dem Sudetenland, ist mehr oder weniger als Flüchtling da hergekommen und hat da angefangen, als ehemaliger Kriegsberichterstatter zu fotografieren. Nicht nur eben, er hat natürlich auch das Geschäft abgebracht, sozusagen, mit den ersten Skikurse und so weiter. Mhm. Und er hat aber berichtet, er hat ganze Bilder, Geschichten gemacht über das Thema. Da haben wir zum ganz berühmte eigentlich in der Richtung, weil sogar die Universität in Innsbruck haben, angefordert worden ist und haben dann natürlich gekriegt über die Erzeugung von einem Scherfellmantel. Also da hat es einem die Maulwurfsammler gegeben, da haben die haben ein kleines Geld gekriegt und da hat es einen gegeben und der hat da die kleinen Feier gegerbt und gekriegt hergeschnitten, dann sind sie zum Kirschner gekommen und sind auch zusammengenäht worden. Und da bis zum fertigen Mantel oder zum Beispiel über den Dorfstich in St. Jakob, ein Dorfmuseum, da ist genauso eine unglaubliche Bildersammlung da. Und diese Sachen wollen wir einfach bewahren und aber dann gleichzeitig auch sie wieder in Geschichten einzubinden. Und deswegen haben wir auch die Kampberg-Schriften, wo das eine oder andere Thema kriegen. Das Zweite, was wir haben, ist natürlich auch das Thema der Familienforschung, Ahnenforschung, wo wir jetzt immer mehr kontaktiert werden von Leuten, die mehr wissen wollen. Wir haben, da gibt es ja die Matriken, die Pfarrmatriken, wo man Glück hat, dass in Fürwebrunn da nie ein Brand oder es ist was war. Weil, Sie haben ja selbstverständlich. Das große Pfarrmatrikenarchiv war ja einmal in Nurach hinten zuerst und wir dann für ein Brunnen, mehr oder weniger zur Hauptkirche geworden ist das nachher umgekommen. Der Archivkasten ist noch oben in so einem Pfarrhof. Und das ist inzwischen alles digitalisiert und von uns auch transkribiert worden in der Richtung, dass man es lesen kann. Mhm. Ja, weil viele, das ist einfach eine schwierige, und manche Pfarrer haben natürlich in der kalten Sakristei eine Klaue gehabt, die,
die, wo es wirklich sehr viel Fantasie braucht, dass es da übersetzt. Oder wer kann sowas lesen? Also wo kommt man zu so leicht? Der Bachler Hans, der eigentlich da den, du sitzt auf seinem Stuhl gerade, ist da einfach ein Koryphäe in dieser Richtung und, okay. Und ich kann es auch ein bisschen, aber ich steige da gleich mal aus und dann muss ich eine Kopie schicken und fünf Minuten drauf und ich schon die Big Fan Übersetzung. Wolfgang, jetzt muss ich da noch einmal einhackeln. Ich als Wardringer muss jetzt da noch einmal nachfragen, weil du gesagt hast, die vier Gemeinden von der Hofmark. Das heißt, Wardring ist jetzt da bei Enkern, Heimatverein Billes eigentlich überhaupt nicht dabei, oder? Ja, das mit Wardring ist ein bisschen speziell. Ja, halt alles mit den Wardring. Ja. Jetzt verzeih. Nein, man darf das nicht. Wardring war ja von der Historie her gesehen, war ja Wardring das Dorf an der Straße. Ja, das war also der Bostrup, war Landesgrenze, zum Teil auch Staatsgrenze, je nach Situation. Wardring hat sich an der Straße im Grunde entwickelt. Und dann sieht man auch die Iven, gell, wo man sagen kann, der Schöpfer hat sich da vielleicht auch was denkt dabei. Aber das ist jetzt ein Spaß zu sehen. Und dieses Lehen, diese Zuweisung an die Äbte von Kloster Roth, das ist einfach dieses Gebiet gewesen, das was weiß ich, um 1200 herum ist da mehr oder weniger den Äbten vom Kloster von Roth oder den Patern dieses Gebiet mehr oder weniger zur Verfügung gestellt worden. Das Billesee da jetzt konkret, oder? Das Billesee, da ist ja eigentlich quasi das ein Talschaft, weil wo siehst du das Tal? Und das haben wir eh vorher gedacht. Es entwässert da in drei verschiedene Richtungen, gell? Aber halt, das war so abgrenzbar und das haben die zum Bewirtschaften gekriegt, zum Bearbeiten. Und dann sind die Padres gekommen und haben halt angefangen, da speziell in Nurach, logischerweise, warum Nurach auch nichts, Fürbrunn war ja nur ein Graben. Fürbrunn muss man sich so vorstellen, wie jetzt der Herninger Graben oder der Plätzer Graben, nicht ein bisschen breiter halt. Es ist auch kein Haus auch unten gemacht und die alten Häuser stehen ja alle oben, wie man es da kriegt auf Fischachs, Gersberg und in der Bereich. Das, Runden ist ja, hat auch freiwillig keiner gewohnt und damals hat es auch noch 300 Jahre gebraucht, bis einmal bei uns ein gescheites Erz gefunden worden ist, dass plötzlich Interesse da war. Und dann haben wir auch so geschaut, dass man nicht nach und am Bach zu wie baut. Und das ist, jetzt bin ich wieder bei Fürbrunnland, aber die... guck mal, die hast Fürbrunn noch nicht übernehmen. Und wo nachher die groß, man darf das mit Wardring, es gibt ja zum Beispiel auch in der Geschichte und auch bis jetzt gibt es ja fast keinen arbeitstechnischen Austausch, fast keinen schultechnischen Ausgang. Man kennt den Billersee, kennt die Wardringer eigentlich nicht. Am ehesten oder die Nürnberger? Am ehesten, oder wenn man es halt in der Schule dann, sei es in den Sankt Johann, wie auch immer. Wobei jetzt auch nur über die Schule in Sankt Johann. Wobei ich auch sagen muss, als Wardringer hat man bei uns auch überhaupt keinen Fürbrunn-Bezug, weil wir von Sankt Johann auf fürs Arbeiten, wir von Sankt Johann auf fürs Schule gehen, wir haben bei also die Wardringer gehen in Sankt Johann, die Hauptschule auch nicht Fürbrunn. Also dass ich Sankt Johann auf, ich sag. Also da ist einfach so, und der Bezug ist da auch nicht so da. Das ist einfach so und das war früher so. Okay. Das Billerseegebiet war zum Teil auch ein Fluchtort, oder? Wie der Strupp gefallen ist und so weiter, wo wenn die Franzosen und Bauern da mit ihrer brandschatzenden Art und Weise dann reingezogen sind, oder? Da ist man halt ins Billersee reingeflohen, wobei es aber damals noch schon so gewesen ist, dass nach bei uns als Hütwerk da in der Blüte gestanden ist. Also da ist so 18, 1900, haben wir einen von den größten Industriebetrieben in Tirol gehabt.
Wahnsinn, ja. Jetzt, du hast vorher noch gesagt, wie wir uns da kurz das Archiv und die Schätze, was ich da ausgeschaut habe oder was ich da lagern habe, angeschaut haben. Man kann sich jederzeit bei euch melden, wenn man irgendwas Altes hat zum Transkribieren oder wenn man von den alten interessanten Fotos das, hat. Für das sind wir da. Wir haben normalerweise auch da einen Schuh fix. Das ist halt jetzt nicht möglich. Ja. Das ist aber der Mittwochnachmittag. Mittwoch einmal Ferien ist eigentlich immer etwa da. Da kommen auch gerne Leute. Wir haben, manche sagen auch quasi mit Sterbebüttel und so weiter, weil oft dann stirbt die Oma oder die Oma und dann was tun wir mit der Bachtel. Wir haben natürlich eine riesen Sammlung, aber immer wieder tauchen da auf, die wir nicht haben und wir sehen dann und speziell auch alte Fotografien und so weiter, da sind wir halt immer sehr dankbar, man kriegt es auch alles zurück wieder, wir kennen es ein und manche sagen halt, nein, lassen wir es da und manche haben zum Beispiel einen Nachlass von Dokumenten, von Privatsammlungen und so weiter, die werden bei uns, das kann ich euch auch noch sagen, da haben wir die Namensbeschriftungen, oder, was weiß ich, wenn jetzt ein Melitzer Leopold hernimmt, der hat auch immer wieder gesammelt und so weiter und hat uns dann einfach das geben und das wird bei uns katalogisiert. Mhm. Wir zum Beispiel auch von Prüfermachern, wir haben ja eine riesen Schwarzprüferproduktion gehabt, eine bäuerliche in Fürberbrunn, das war ja weit um der wohlhabendste Bauer, das ist eine unglaubliche Geschichte. Ja. Und die haben zum Teil Dokumente, Briefe gehabt, die der Papst unterschrieben hat. Wahnsinn. Boah, und auf der anderen Seite, wir bewahren es, wir haben da auch feuerfeste Schränke und alles Mögliche, wo wir einfach versuchen, diese Schätze so gut wie möglich zu sichern. Aber sind natürlich kein Museum und sind natürlich auch, und auf der anderen Seite so mal wir geben nicht alles jetzt außer die Landesbibliothek oder das ist irgendwo, weil solange wir diesen Verein in dieser Kompaktheit und mit den Kompetenzen haben, schauen wir, dass wir das im Ort da bewahren. Regional ansässig lassen. Da. Genau. Du, jetzt haben wir schon viel, sind auch schon in die Materie vom Tourismus eingetaucht gewesen. Du bist ganz lang Obmann vom Tourismusverband gewesen. Zuerst vom Tourismusverband Fürberbrunn und dann der allererste Obmann nach der Vereinigung mit den anderen Tourismusverbänden zum Tourismusverband Billersee. Was hat es damals für Gründe gegeben eigentlich, dass man die verschiedenen Tourismusverbände zu einem zusammengelegt hat? Das ist ja unter deiner Federführung auch unter anderem passiert. Ja, im Grunde war es so, dass damals war der Franz Stahl Landeshauptmann und der hat eben gesehen, dass viele Tourismusverbände einfach die gewisse Größenordnung nicht überschreiten, gewisse Nächtigung nicht überschreiten, sich unglaublich schwer dann. Auf der anderen Seite brauchen sie natürlich die Versorgungsinformation vor Ort, müssen Angestellte haben, brauchen Lupen und alles Mögliche und auf der anderen Seite ist kein Geld da für irgendeine Werbung zu machen. Und dann hat es geheißen, es werden die Regionen gemacht, es hat ein paar Vorreiterregionen gegeben und dann, wenn du auf der Landkarte schaust, ist natürlich das Kretzel ideal, wobei da in Wadring, wo das sicher nicht so logisch, weil da hat es Tendenzen gegeben Richtung Kiesdorf, Erpfendorf. Jetzt haben wir wieder bei Wadringer gemacht. Ja, und da war, wenn ich laut sagen, der Franz Stalin, der mal genannt worden ist, war da gnadenlos. Und ich habe mir kürzlich einmal getroffen und habe mit ihm so geredet, das habe ich nicht eingebracht. So war noch ein bisschen stolz drauf. Also, es ist ein profunder Kenner des Landes und des Geschehens und darum habe ich alle Achtung vor ihm. Aber das heißt auch, dass eigentlich das Billersee-Tal, wie wir es jetzt heute kennen, mit den 5 Gemeinden, also auch mit Wadring, dass das eigentlich erst so durch den Tourismus entstanden ist, erst durch die Zusammenschließung vom Tourismusverband. Das ist durch die Fusionierung, wobei, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ich glaube, dass vorher schon die Liedergeschichte da war, weil der Lieder hat auch noch ein bisschen mitgearbeitet, weil der erste Anlauf ist ja gescheitert. Wir haben da probiert,
Weil wie bringst du die Zustände der einzelnen Verbände halbwegs auf eine Linie? Gell? Weil du kannst nicht jeden Cent auf und an und es hat sich jeder Verband, auch bei unseren Gemeinden, unglaublich unterschiedlich entwickelt. Bei der einen DVB war die Kaffeerechnung, was der Geschäftsführer gehabt hat, im Jahr so hoch wie bei allen anderen zusammen, ja, die es nie zusammengekommen ist. Und das bei einem Verband, wo der Bürgermeister so mächtig, dass der DVB-Obmann oder FAV-Obmann eben mehr oder weniger schauen hat müssen um die Gist und alles Mögliche. Die sind ganz unterschiedliche. Das hat sich einfach durch dieses, dass die Gemeinden, man darf nicht vergessen, wir sind ja erst seit ungefähr 1833, gibt es die Gemeinden selbstständig, Hochfilzen. Also das sind noch 150, 180 Jahre gewesen, wo sie die Gemeinden quasi selber formen haben müssen, an die Grenzen wahrnehmen haben müssen und dann hat sich eben die einzelnen Verbände haben sich dann einfach komplett von der Philosophie her und so weiter unterschiedlich entwickelt. Dann hat sich dann durch den Bau der Bergbahn Billersee und so weiter hat sich nachher das schon mal ein bisschen zusammengespannt mit St. Jakob, St. Ulrich auf Futzen. Und dann gibt es und die Schwierigkeiten wurden ja in vielen Bereichen einfach enorm, weil zum Beispiel hat man auch sehr stark auf den Wintertourismus gesetzt und für Überbrunn entwickelt sich Richtung Süden und Wadring in Richtung Norden, da hat es einfach und in der Mitte steht die Burg, ja, als Kämpfer. Ja. Als Kämpfer und die Fusionierung einfach überall hat geht im Grunde gefeit und dann hat man halt, hat eigentlich Lieder, der Wiebner Daniel hat damals diesen Nenner gezogen, dass man sagen können, okay, das und das fällt jetzt Fink weg, aber das und das Kompetenzaufteilung. Das heißt, das war auch gar nicht so einfach, sagen wir, dass der Tourismusverband so gegründet worden ist, wie es heute gibt. Und das war wild. Ja, aber ich muss sagen, dann sind wir froh, dass es so geworden ist, weil es ist Zucker, die mich heute gar nicht dafür gebrannt erinnern, wie war ich nicht. Stimmt eigentlich, ja. Dann ich hocke die nicht da. Ja, Wolfgang, ich meine, wir konnten da wahrscheinlich stundenlang weiterratschen über die Thematik Heimatverein, Tourismus. Aber? Ja, unser Gespräch, meine ich, geht schon langsam dem Ende zu. Wir möchten uns bei dir bedanken, auf jeden Fall, dass du Zeit genommen hast, mit uns eben da ein bisschen einzutauchen in die Vergangenheit und auch in die Gegenwart, die Entwicklungen ein bisschen durchzubesprechen. Ja, ich muss sagen, es war wirklich eine interessante halbe Stunde, was wir jetzt da verbracht haben, und total lässig und auch in so einer kleinen Führung, was wir vorher gekriegt haben durch die Lokalitäten da im Heimatverein. Ja, Wolfgang, jetzt abschließend, hast du unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, möchtest du ihnen noch irgendwas wünschen fürs Jahr 2021 oder noch irgendwas mitgeben für die Zukunft, irgendeine Weisheit von dir? Ja, jetzt ganz kurz noch zum Heimatverein. Gell? Ja. Heimatverein hat auch junge Mitglieder. Man hat ja gehört, man muss älter sein. Das ist auch eine Verpflichtung, dass man da Mitglied ist. Man kann sich sogar online, wir haben eine Homepage, oder? Heimatverein-Billersedal. Genau. Billersee.at. Wenn wir unter dem Video dann noch verlinken, die Homepage. War natürlich super. Wir haben einige Bücher schon ausgegeben, die sehr gerne gelesen werden. Und wir sind auch da im Internet präsent und auch im Facebook gern mit. Ich glaube einfach, dass es äußerst wichtig ist, ein bisschen was über die Heimat zu wissen, weil man eigentlich vor jedem Haus diese Geschichte erzählt hat. Kann und das man weiß, dass man da einfach selber dann eine Geschichte erzählen können. Und wir haben da wirklich in jeder Gemeinde einfach so großartige Werte und so Kleinode, die
eine große Geschichte mittragen und wo es einfach Schwode sind, was nicht weiß. Sind die Gäste oft viel interessierter, ja, gell? Was ist das, was ist das? Und inzwischen wird es aber immer mehr, dass die Leute einfach an uns die Fragen richten und mir dann auch gern die Antworten geben, sofern wir in der Lage sind. Und ich möchte euch, ich finde ein Projekt einfach, muss ich einfach gratulieren. Ich finde es lässig, Radio machen ist eine ganz besondere Aufgabe, eine besondere Herausforderung. Und ich hoffe, es hält es eine Zeit durch. Das hoffen wir auch. Schauen wir mal. Und auf alle Fälle hoffe ich, dass euch das Interview halbwegs zugesagt hat. Und wenn es wieder was braucht, herzlich eingeladen. Danke, Wolfgang. Wir sagen danke. Danke. Und zu unseren Zuhörerinnen und Zuhörern sagen wir danke fürs Zuhören. Alles Gute weiterhin. Wir hoffen, es hat euch gefallen und fertig. Fertig.